Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Haushaltsdebatten sind wie immer ein Highlight. In diesem Jahr haben wir zweimal dieses Highlight, weil wir nicht nur darüber reden, wie wir den Haushalt gestalten, sondern weil es auch immer so eine Schaubühne, so eine Bühne ist, für welche Werte steht man eigentlich in der Familienpolitik? Und wie gestaltet man Familienpolitik, Frau von Storch? Genau. Sie leben von Ausgrenzung und Spaltung und wir kümmern uns um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das unterscheidet uns. Und das sehen Sie auch ganz deutlich im Familienetat, denn wir sagen, Familien und Gesellschaft hat Werte, die in beiden geteilt werden. Freiheit und Solidarität und Respekt voreinander. Und auch hier müssen Bindungen gefestigt werden und die Übernahme von Verantwortung gestärkt werden. Nur so können wir die stärker zunehmende Spaltung der Gesellschaft verhindern. Dass sich Familienpolitik auch immer verändern muss und anpassen muss, ist selbstverständlich. Ich erinnere an die Worte von Roman Herzog 1998. Damals war die Welt noch in Ordnung. Deutschland war, glaube ich, noch im Viertelfinale, ist dann gegen Kroatien ausgeschieden. Er sagte schon damals, gerade in Zeiten globaler Umbrüche ist es wichtig zu wissen, was uns miteinander verbindet. Und das ist in der Familienpolitik der Zusammenhalt, und zwar der Zusammenhalt der Familie. Dort, wo Bindungen gelebt werden, wo man Verantwortung übernimmt, dort haben wir dieses auch zu stärken. Und ich komme mal zu ein paar Zahlen, weil Frau von Storcher diese Merkel-Zeit immer so, diese 12 Jahre Merkel ja so skizziert. Was hat es denn für Folgewirkungen gehabt seit 2005? 79% der Bevölkerung, für 79% der Bevölkerung ist die Familie der wichtigste Lebensbereich. Bei Eltern mit minderjährigen Kindern sind es sogar 93%. Das heißt also, die Werte sind so hoch wie seit langem nicht mehr. Und das ist auch ein Ergebnis einer guten Familienpolitik unter der Bundeskanzlerin Merkel. Und richtig ist, ganz, da stimme ich sogar allen zu, nicht, Geld ist nicht alles. Also der Etat als solches ist interessant, weil damit ja auch ausgedrückt wird, wie man Familien bewertet. 2005 hatten wir noch 4,5 Milliarden, jetzt sind es mittlerweile 10,2 Milliarden. Auch wenn Geld nicht alles ist, ist es ein Indiz dafür, dass in den letzten 12 Jahren die Familienpolitik einfach eine neue Dimension bekommen hat. Und das sind unsere Zielvorstellungen. Wahlfreiheit für die Familien, Verantwortungsübernahme fördern, Bindungen festigen und insgesamt in allen Politikbereichen mehr Wertschätzung für die Familien und für diejenigen, die in der Familie Verantwortung übernehmen. Und dann sagt Frau von Storch, wir würden da ja irgendwie umerziehen. Sie sind doch auf der anderen Seite immer diejenigen, die sagen, Sie müssen doch hören, was die Menschen wollen. Dann sage ich Ihnen das mal. 71% der Bevölkerung und 74% der Eltern wünschen sich einen besonderen Schwerpunkt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 65% der Bevölkerung halten eine stärkere finanzielle Unterstützung speziell von Familien mit geringem Einkommen für besonders wichtig. Unsere Aufgabe ist es, dass wir einen Werteüberbau haben auf der einen Seite und wir haben Bedarfe und Bedürfnisse der Familien in diesem Land auf der anderen Seite. Und dieses zusammenzubringen ist unsere Aufgabe. Und wenn die Menschen sagen, sie wollen die Vereinbarkeit gestärkt sehen, dann ist es auch unsere Aufgabe, natürlich immer mit Blick auf unseren Wertekanon, der sagt, die Freiheit der Familie ist zu stärken, dann auch dieses zu fördern. Und dieser Paradigmenwechsel ist seit 2005 eingetreten. Infrastruktur, finanzielle Entlastung und mehr Zeit für Familien war die Maßgabe in den letzten Jahren. Herr Weinberg. Möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Storch gestatten? Bitte, ja, Frau Storch, gerne. Bitte sehr. Ich versuche es mal. Sind Sie der Meinung, dass viele, die zwei Einkommen erzielen müssen, weil die Abgaben so hoch sind, möglicherweise mit einem Einkommen zufrieden wären und sich dann ein Elternteil, ob es der Vater oder die Mutter ist, ganz egal, sich schwerpunktmäßig um die Kindererziehung kümmern wollten? Sind Sie der Meinung, dass das der bessere Weg wäre, Abgaben senken und dann die Eltern in die Lage versetzen, nicht auf zwei Einkommen angewiesen zu sein, um überhaupt über die Runden zu kommen? Also erstens würde ich mir wünschen, Sie würden nicht immer interpretieren, was Familien wollen. Die Freiheit der Familien wollen wir stärken, Ihre Entscheidungsfreiheit und nicht das, was Sie als dogmatisches Leitbild für Familien haben. Erstens. Und der zweite Punkt ist, wenn Sie in diesen Haushalt schauen und wenn Sie mal schauen für die nächsten 4 Jahre, wir entlasten Familien insgesamt mit 12 Milliarden Euro. Allein die Kindergelderhöhung von 25 Euro, die bis 2021 durchgeführt, entlastet ja gerade die Familien. Wenn wir den Entlastungsbeitrag, den steuerlichen Entlastungsbeitrag deutlich erhöhen, wenn wir das Kindergeld deutlich erhöhen, ist es eine Entlastung der Familien in der Breite. Und das ist das, was sich Familien wünschen. Und wir müssen die Rahmenbedingungen für Familienpolitik auch ändern. Das hat was zu tun mit der Lebenssituation in Großstädten. Das hat was zu tun zum Beispiel mit der Frage auch von Arbeitsverträgen. Aber genau deswegen reden wir ja darüber, Stichwort Teilzeit und Vollzeit, wie wir es besser den Familien ermöglichen können, ihr Familienmodell zu leben. Und das ist unser Ansinn, die Freiheit der Familien stärken und keine dogmatischen Leitbilder vorgeben, so wie Sie das gerne machen.
Und der Blick zurück ist, glaube ich, relativ deutlich. Ich habe schon gesagt, Kindergelderhöhung, Kinderfreibeträge in der Breite Familien stärken, aber auch sehr gezielt, Stichwort Kinderzuschlag, Erhöhung des Kinderzuschlages, auch dort zu schauen, wo Menschen, wo Familien finanzielle Nöte haben. Unterhaltsvorschussgesetz wurde bereits angesprochen. Zweiter Punkt, Elterngeld und Elterngeld Plus. Die Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern im Alter zwischen 2 und 3 Jahren ist gestiegen von 42% auf 58%. Ich bewerte das nicht so wie Sie, weil das nicht meinem Leitbild möglicherweise gleichkommt. Ich will es nicht bewerten. Das ist aber die Freiheit der Familien zu sagen, jawohl, wir sagen, wir wollen früh wieder zurückkehren in den Beruf. Andere Familien sagen, wir wollen länger zu Hause bleiben. Und da müssen wir die Räume für schaffen. Und das tun wir auch. Und dazu gehört insbesondere der Bereich der Kindertagesbetreuung. Über 10 Milliarden Euro haben wir jetzt ausgegeben. Wir geben jährlich 945 Millionen für die Betriebskosten aus. Und da setzen wir auch an. Und nach dem Ausbau der Kindertagesbetreuung, nach dem quantitativen Ausbau, kommt jetzt für uns eine große Zäsur, denn jetzt kommt der Punkt des Qualitätsausbaus. Satt und sauber allein reicht nicht, sondern die Eltern wollen eine vernünftige, eine gute Betreuung ihrer Kinder haben. Und deswegen sind die 3,5 Milliarden Euro bis 2021, darüber hinaus haben wir noch nichts festgelegt, bis 2021 gut angelegtes Geld, weil wir die Qualität steigern können. Und dazu kommt auch noch etwas, was uns die Familien gesagt haben. Sie haben gesagt, das ist ja wunderbar, was ihr macht bei der Kindertagesbetreuung. Wir finden das gut, wir erkennen das an. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn das Kind dann aus der Kita in die Grundschule kommt, es möglicherweise in gewissen Regionen des Landes kein Angebot der Ganztagsbetreuung gibt. Und deswegen haben wir gesagt, eine zweite Zielfunktion muss es doch sein, dass wir sagen, dass wir in ganz Deutschland einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung auch im Grundschulbereich festlegen. Und das haben wir jetzt auch festgelegt für 2025. Und das ist der nächste Schritt. In dem Zusammenhang ist es natürlich so, dass wir uns fragen müssen, ja, wie sieht es aus mit den Erzieherinnen und Erziehern? Und das wird eine große Aufgabe werden in den nächsten Jahren. Es muss eine gemeinsame Anstrengung werden. Kommunen, Länder und der Bund müssen sagen, wie sie die noch fehlenden Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Aber ich glaube, da wird man gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen. Herr Weinberg, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage durch die Linke? Vielen Dank. Deswegen komme ich konkret zum Haushalt und zu den Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Kindergeld habe ich angesprochen, Thema Zeit. Wenn Familien mehr, und Zeit ist die Zukunftsressource, in den nächsten Jahren geht es darum, einfach Zeit zu generieren für die Arbeit, für die Zeit mit Familien. Dann haben wir zwei Dinge auch angeregt im Koalitionsvertrag, die Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen und tatsächlich das Thema Recht auf befristete Teilzeit. Das schafft Freiheiten, auch die Arbeitszeit und die Familienzeit besser zusammenzubringen. Im Haushalt, das wurde bereits angesprochen, sind noch Dinge gelungen, die ich als sehr bedeutsam empfinde. Baukindergeld haben wir Gott sei Dank diese 120 Quadratmeter Regelung vom Tisch. Es ist nicht erklärbar, warum es überhaupt in die Welt gekommen ist, aber sei es drum. Ich glaube, es ist eine gute familienpolitische Maßnahme und übrigens auch eine Maßnahme, die Altersarmut bekämpft. Denn wir wissen, wenn man eine Immobilie hat, das stärkt die Familien jetzt und sichert auch im Alter die Existenz. Und dann will ich ganz konkret kommen noch auf zwei Dinge und mich bedanken bei den Haushältern über die Bereinigungssitzung. Erstens das Bundesmodellprojekt einer mobilen und spezialisierten Fachberatung zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Das wird eine Aufgabe der Zukunft sein, das Thema Gewalt an Jugendlichen, Gewalt an Kindern, dieses uns vorzunehmen und diese 3,3 Millionen Euro bis zum Jahr 2021. Vielen Dank, Alois Rainer, den Haushältern dafür. Das sind gut angelegtes Geld und einiges ist bereits gesagt worden zum Thema Demokratie leben, weil wir tatsächlich Extremismus bekämpfen. Und mir ist es auf Deutsch gesagt scheißegal, ob von links, von rechts oder islamistischer Extremismus. Ich will, dass diese Gesellschaft den Zusammenhalt stärkt, indem wir dort investieren und Präventionsprojekte stärken. Und die 5 Millionen Euro für die Gedenkstätte Hohenschönhausen, muss ich sagen, ist ein tolles Ergebnis, weil es eine wichtige Arbeit ist, weil es eine Erinnerungskultur schafft. Und deswegen auch an dieser Stelle dafür den Dank den Haushältern. Und Sie merken, das alles hat zu tun mit dem Oberbegriff des Zusammenhalts der Gesellschaft, der Familien. Und daran haben wir uns auch orientiert bei diesem Haushalt und werden es auch tun beim Haushalt 2019. Vielen Dank. Nächster Redner ist Grigorios Agelidis für die FDP.